Hi, ich bin Annabel Frenzen und ich erzähle euch heute etwas über mich. Ja, also Chirurgie ist schon mein Ding. Also es macht mir unheimlich viel Spaß, im OP am Tisch zu stehen. Ich bin natürlich noch keine Ärztin, aber es ist schon schön, wenn man am OP-Tisch steht und mitarbeitet und im Nachhinein dann die Patienten sieht in der Nachsorge und die halt total zufrieden sind. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist schon manchmal ein hartes Studium. Gerade im ersten Semester war es wirklich auch hart und es sind auch schon mal an den ein oder anderen Tagen ein paar Tränen geflossen und ich habe gesagt, ich schaffe das nicht. Meine Kommilitonen sind mir wirklich sehr wichtig. Also wir organisieren uns echt super im Team. Wir teilen uns auch schon mal Vorlesungen auf und der eine schreibt dann für den anderen mit und es wird immer alles weiter berichtet, auch wenn ich mal nicht da bin und auf dem Turnier bin. Und dann lernen wir natürlich auch ganz viel in der Gruppe, gerade so die praktischen Sachen. Dann untersuchen wir uns mal gegenseitig und ja, da kann man schon ganz viel mitnehmen, wenn man das einfach immer wieder übt. Mein Studium ist wirklich Teamarbeit. Also ich habe wirklich das Glück, ganz tolle Kommilitonen zu haben, die auch sportlich hinter mir stehen. Also die sind auch schon mit mir nach Wiesbaden zum Turnier gefahren und haben mich angefeuert. Also das bedeutet mir echt ganz viel, dass sie so hinter mir stehen, obwohl sie mit Pferden eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich bin ein Mensch, der auch, ja, obwohl ich halt so jetzt eine Individualsportart mache im Team mit meinem Pferd, halt immer Menschen brauche, die hinter mir stehen, die mich auch dann irgendwo bestärken in dem, was ich mache. Und ich habe da schon einen richtig tollen Freundeskreis. Mit meinen besten Freundinnen mache ich jeden Mittwochabend einen Mädelsabend und dann gucken wir irgendwelche Serien und so richtig Mädchenabend. Und ja, und auch mit meinen Kommilitonen in der Uni, da lasse ich eigentlich auch nicht so gerne irgendwelche Uni-Partys aus. Wenn ich am Wochenende mal 6, 7 Pferde hintereinander reite, da muss man schon fit sein, um halt auch dann dem letzten Pferd noch gerecht zu werden und dann noch locker drauf zu sitzen und den nicht, weil man selbst nicht mehr kann, irgendwie dann das Pferd zu stören. Also das ist schon ziemlich wichtig. Sport liebe ich eigentlich total. Also ich mache total gern, ich gehe gern Snowboarden, ich mache gern Wassersport, ich würde total gern auch Kitesurfen lernen. Und ja, ich habe über 10 Jahre Ballett getanzt und ja, Sport ist einfach total mein Ding, nur mit Bällen, da kann ich gar nicht umgehen, also das funktioniert nicht. Was macht mich happy? Die Zusammenarbeit einfach mit meinem Pferd. Das ist irgendwie wie Tanzen, also man muss sich auf sein Pferd einstellen und ja, wenn wir halt super gut miteinander harmonieren, dann sieht es auch gut aus. Also ich würde das gerne beides auf jeden Fall weitermachen. Also aufs Reiten könnte ich, glaube ich, niemals verzichten. Und ja, Medizin, das macht mir auch wirklich richtig Spaß. Das ist auch total mein Ding. Und ich versuche, dass es beides klappt. Ich meine, mir macht die Arbeit mit den jungen Pferden super viel Spaß, aber es ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man auf einem großen Turnier in so einen Grand Prix reinreitet. Und da habe ich jetzt die Luft geschnuppert, sage ich mal, und das motiviert unheimlich und davon möchte ich halt mehr in Zukunft. Ja, heute habt ihr was über mich gehört und beim nächsten Mal erfahrt ihr alles über mein Lieblingspferd Cristobal.